Hallo Leute und willkommen zurück bei neuen Markenvideo. Im heutigen Tutorial werde ich euch zeigen, wie man die GitHub-Website verwendet. Im Grunde müsst ihr nur das Video bis zum Ende ansehen und diese einfachen Schritte befolgen. Zuerst braucht ihr also ein GitHub-Konto. Geht also einfach zu eurem Webbrowser, gebt github.com ein, drückt die Eingabetaste und dann müsst ihr euch nur noch anmelden und euer eigenes Konto erstellen. Das ist im Grunde mein Repository oder mein Konto und die Grundidee von GitHub besteht darin, die Versionen beliebiger Dateien oder genauer gesagt Repositories zu verwalten. Also im Grunde müsst ihr zuerst euer eigenes Repository haben und um das Repository zu haben, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr könnt Git verschaben. So könnt ihr euer Konto von eurem lokalen Desktop aus über euer GitHub-Konto verwalten. Ihr werdet also Git Bash verwenden und normalerweise werdet ihr Git Bash immer brauchen. Sie können also entweder über Gitinit ein Repository an einem beliebigen Ort oder in einem beliebigen Verzeichnis auf Ihrem lokalen PC initiieren und es dann nur noch pushen und in Ihrem Browser veröffentlichen. Repository auf GitHub oder Sie beginnen einfach mit dem Klonen Ihrer eigenen Repositories, die Sie hinzufügen möchten. Das ist im Grunde die Hauptidee. Das erste oder wichtigste, womit Sie beginnen würden, ist Ihr Repository. Sie müssen Ihrem Repository also nur einen Namen, eine Beschreibung und einige andere Berechtigungen geben. Sie erstellen ein Repository und müssen dann natürlich damit beginnen, es zu ändern, da es sich um eine Art Projekt handeln wird. Wenn Sie also zu Ihrem Repository gehen, müssen Sie nach der Erstellung nur hier zu Code gehen und für lokal finden Sie Clone. Und im Grunde müssen wir nur die HTTPS-Anfrage klonen. Kopieren Sie die URL in das Board oder verwenden Sie einfach GitHub Desktop, um Ihr Repository viel einfacher zu verwenden. Dann müssen Sie nur zu Git Bash gehen. Und im Grunde müssen Sie nur klonen, indem Sie Git Clone eingeben. Und natürlich benötigen Sie die URL. Also gebe ich einfach Git Clone ein und füge die URL ein. Also füge ich einfach ein und habe die URL, die eingefügt werden soll. Beginnen Sie mit dem Klonen. Wie Sie sehen, müssen Sie also im Grunde nur das Repository hinzufügen, nachdem Sie in ein beliebiges Verzeichnis gegangen sind, die Klone, die Optionen und das sind die Optionen aus. Wenn Sie Zweige erstellen möchten, die mehrere Versionen Ihres Repositories sind, können Sie mehrere Zweige haben, sodass im Grunde jeder Zweig seine eigenen Aktualisierungen oder Änderungen hat. Und jedes Repository ist völlig unabhängig von den anderen, also können Sie im Grunde genommen mit der Änderung an diesem beginnen und das Hauptrepository wird davon nicht betroffen sein, bis Sie sie mit dem Befehl merken. Zusammenführen. Außerdem benötigen Sie noch einige andere Befehle wie zb, checkout, damit Sie von einem Zweig oder einer Version zu einer anderen navigieren können. Es gibt noch andere. Befehle wie fetch, mit dem Sie von Ihrem öffentlichen Repository in Ihr lokales Repository abrufen, können us. So können Sie also im Grunde genommen GitHub verwenden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.